at the Red Castle. Wir sind Ben und Anne von Extraleben. Wir haben einen Basilisken gefangen und im Dock 18 ausgestellt. Genau, das war beim Ostküste Horror Festival. Der Basilisk, der befindet sich hier hinter uns, hinter der Tür. Es ist extrem wichtig, dass man, wenn man ihm gegenübertritt, niemals blinzelt, niemals wegschaut. Dann hat man eine Chance zu überleben. Und wenn nicht, wird man verspeist, in Stücke gerissen oder versteinert. Es gab viele dramatische Kämpfe, die wir hier beobachtet haben. Aber grundsätzlich ist es alles gut gelaufen. Einige Gewinner, viele Opfer. Haben wir es hier zu tun? Ha! Der Depp! TBC! Der heutigen Visite, auf der Ihnen die Ehre zuteil wird, mich begleiten zu dürfen, werden Sie Gelegenheit haben, eine Vielzahl der damit verbundenen Symptome am lebendigen Subjekt zu studieren. Es handelt sich dabei um die Patientin Frau Poe, Virginia, geboren am 15.08.1822. Die Patientin ist also gegenwärtig 24 Jahre alt. Folgen Sie mir. Guten Abend, Mrs. Poe. Es bleibt mir jetzt nicht mehr viel Zeit. Ja, mein das Lieber. Stimmt. Ich, Agard Monischipper. Sorry, ich bin sehr krank heute. Ich habe so ganz stark Kopfschmerzen. Ich wollte gerade von zu Hause anrufen und sagen, dass ich nicht komme, aber die Medikamente haben doch geholfen und hier bin ich, Gott sei Dank. Eddie! Sie denkt, dass Edgar noch lebt. Dein Schutzengel ewig sein. Du brauchst nur deine Hände hochheben. Genau so, siehst du? Und dann musst du gar keine Angst haben. Ja, sie hat offensichtlich motorische Schwierigkeiten. Am Grade des Hustens können wir erkennen, dass sie sehr bald schon von uns weichen wird. Sie hat schon moderne Sprache angenommen. Aber genug, heute kommt der Empirie. Aber seien Sie nicht verzagt, wir werden die Patientin morgen bestimmt
schon in der Pathologie wieder treffen, wo wir uns an ihren inneren Werten erfreuen können. Auf Wiedersehen, Frau Smolo! Menschenverstand dahinter sein und schauen, was vernünftig ist und was nicht. Das funktioniert einfach heutzutage offenbar nicht mehr. Und das ist einfach genau so. Also dort sehe ich das Hauptproblem in vielen Sachen. Das läuft nämlich nicht nur dort so. Viele Leute denken einfach nicht mehr. Und zwar, weil sie nicht mehr, sie werden gar nicht mehr, sie schon nicht mehr gefragt. Perfect.
exotisch, oder? Das hat so dieses Caliente Mucho Picante. Das ist das Geile. Hey, warte mal hier. Und dann auch noch eine Israelin, weil das ist doch sowas fürs Gewissen, oder? Das ist so ein bisschen das Schlimmste, den muss man sich einfach geben. Ich finde auch, den muss man einfach, da muss man durch irgendwie. Ist schon auch so Mucho Caliente, oder? Ist so ein bisschen Olala, wie nennt man das noch? So ein bisschen, ja, exotisch, oder? Dieser Exotismus ist doch total geil. Hallo. Na, das ist exotisch, ne? Wow, Wahnsinn, ey. Mir auch total. Hey, Israel, richtig was fürs Gewissen. Was geht hier? Hey, Cameraman, Cameraman, was geht, was geht, was geht? Ey, geile Action, geile Action. Da kommt es vor, dass ich trinke, ja. Natürlich schreiben meine Feinde die seelische Zerrüttung dem Trinken zu. Und nicht das Trinken, der Zerrüttung. Diese Zerrüttung ist also der Auslöser für den Wahnsinn, der dann wiederum zum Alkoholabusus führt. Ich war nie wahnsinnig! Ich war nie wahnsinnig. Mit Ausnahme der Ereignisse, die mir ans Herz gingen. Ich war ja gar nicht betrunken, es war wegen Virginia. Virginia, was für ein Unheil ist Ihnen denn eigentlich mit Ihrer Frau so widerfahren? Vor 6 Jahren erlitt meine Frau, die ich liebte, wie noch kein Mann je geliebt hat, beim Singen einen Blutsturz. Man gab ihr Leben für verloren. Ich nahm von ihr Abschied, auf immer. Aber dann erholte sie sich wieder. Und ich hoffte erneut. Und bei jedem Mal klammerte ich mich verzweifelter an ihr Leben und liebte sie noch inniger. Melancholie ist daher die rechtmäßigste aller poetischen Tonarten. Und welcher melancholische Gegenstand ist nach dem allgemeinen menschlichen Verständnis der melancholischste? Ja, der Tod vielleicht. Der Tod. Naheliegende Antwort. Der Tod einer schönen Frau ist zweifellos das Poetischste auf ihr. Like this, 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 Like this,
kisses her ebony thighs, kisses her fiery lips. Sometimes, in the dead of night, he finds himself groping her so hard he fears she's lost a limb. He invites his family. He invites his friends, colleagues to meet her. But they see not what he sees. That happens, you know. I've seen it happen. He is laughed at. He is ridiculed. He tries everything to win their hearts. So I got hired to be part of this show as an exchange actress from South Africa. And I got hired by these two chicks from Bern. And they were like, at the first meeting, we would like for you to play Virginia. She's the wife of Poe. She's very soft and fragile. She has long flowing hair. Okay, so problem one. Virginia has long flowing hair and she needs to appear fragile, sensitive and pale, which I am not. The part of the collaboration or the co-production or the why I'm here is these girls actually send chickens to my village. That's how I get paid. So, you know what, I'm going to be professional, so let's carry on with the rest of the show. I don't talk too much. But you know, if you were to ask me how I would play Virginia, I wouldn't be here to play Virginia. I would play Virginia next door. You know the place with the red light? That's where I would fucking be. You would all be wearing hazard masks, and I would be infested with AIDS, but dying of Ebola. That would be my version. Let's be so passionate. Okay, back to the story. He makes an evil post. Finally, her blood stops flowing. Her limbs die. Her body gets bloated and bloated. She rots from the inside and explodes into a big bed of goo in the town square. Performances auf. Bedarf den Girl Power Newcomer Theatermacherinnen.